Quatsche. Welche Maßnahmen willst du denn bringen, damit sich etwas ändert? Was willst du konkret angehen? Wenn ich im Supermarkt stehe, nehme ich Gemüse aus der Region. Das spart Transport und Kühlung. Many believe giving up meat could save the planet. That trivializes climate change. Meatless Mondays is a dead simple strategy. Anyone can do it and it doesn't require major sacrifice. Trotz des Alltags kaufe ich oft in plastikverpacktes Obst. Es ist meine Tochter, die mich immer wieder wach hält. Sag bitte auch China, Russland, Amerika, Indien, Pakistan und den anderen Dreckschleudern Bescheid. Nicht, dass wir immer alleine die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Wir müssen vorangehen und die anderen mitziehen. Fordern endlich konkrete Maßnahmen, die nicht nur den Endverbraucher belasten, sondern den Hauptverursacher der Emissionen, die großen Konzerne. Niemand kann alles machen, aber jeder kann etwas machen. Total übertrieben. Deutschland ist nur für 2% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Pro Kopf ist der deutsche CO2-Ausstoß zu hoch. Es hilft nichts. Jedes Land muss anpacken. Ich fürchte, der Großteil der Menschen wird nur dann tätig, wenn er unmittelbar Konsequenzen spürt. Wenn wir jetzt nicht schnellstens handeln, und damit meine ich sofort, dann werden uns unsere Kinder nie verzeihen. Eine Vorstellung finde ich unerträglich. Dass ich nach dem Überschreiten des Point of No Returns Kinder bekomme und diese unsere Erde niemals so erleben werden, wie ich das durfte. Ich sehe mein Kind vor mir, das Eisbären und afrikanische Elefanten nur als mystische Kreaturen aus alten Videos kennt. Ein Kind, das irgendwann nicht mehr erstaunt oder beängstigt ist, wenn es von Überschwemmungen, Dürren oder Waldbränden hört, da solche Naturkatastrophen zum Alltag geworden sind. Und ich habe Angst, dass dieses Kind dann zu mir, seiner Mutter, geht und mich fragt, wie alles so weit kommen konnte. Und ich ihm statt einer Erklärung nur eine Entschuldigung bieten kann. Die Zeit zu handeln ist jetzt, denn ich will diesem Kind stolz erzählen können, wie die Menschen den Klimawandel abgewandt haben und was ich dazu beigetragen habe. Wir müssen den Klimawandel mit Hightech stoppen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Hightech verursacht CO2. Vor allem die Industrie und die kurzlebigen Produkte erzeugen Unmengen an CO2. Sinnvolle Projekte von kleinen Unternehmern werden vom Staat oft nicht gefördert. Warum nicht? Zum Glück gibt es Leute, die trotzdem Eigeninitiative zeigen und zum Beispiel Repair-Cafés eröffnen. Gut, dass es hier so Spitzenfachleute wie Sie gibt. Was genau haben Sie eigentlich studiert? Ich studiere Ihre Dummheit und jede Menge Fake News auf Facebook. Leute, bevor ihr protestiert, schaltet die Klimaanlage oder die Heizung aus. Geht zu Fuß zur Schule, schaltet eure Handys aus, eure PCs, Xbox und Playstations und lest ein Buch. Ich bin stolz auf unsere Jugend, die sich so engagiert. Meines Erachtens muss nichts gemacht werden. Die Natur regelt das größtenteils. Du vertraust also darauf, dass irgendwann ein Wunder geschieht? Kann man machen, ist aber höchst riskant und führt im Zweifel zum Untergang der Menschheit. Ich trage den Chevy seit Jahren nur halb. Ich fahre lieber mit dem Fahrrad und lass das Auto stehen. Wem gehört das Klima? Mit welchem Recht nehmen wir es ärmeren Menschen, aber auch den nächsten Generationen weg? Da bin ich raus, ich habe ja gar keine Kinder. Kermit the Frog. Sam. It's not easy being green. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk about is the money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you, Ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98% Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. So haben wir ein paar Sinn. Wir sind privilegiert, darüber nachdenken zu können. Woanders versuchen Menschen Waldbrände oder Überschwemmungen zu überleben. Wir müssen schneller denken und handeln. Extreme Wetterlagen häufen sich auch bei uns. Wir müssen der Welt helfen. Bla bla bla. Die Welt braucht uns nicht. Nur wir brauchen sie. Es tut mir leid, dass wir die Welt so an euch weitergeben. Meine Generation hat sich über viele Jahre selbst gelogen. Ich hoffe, dass jetzt jeder Einzelne aufwacht und bei sich anfängt. Ich bin dazu bereit. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Sei du selbst die Veränderung.